Zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge. Ich muss mal gucken, dass ich ins Bild komme, damit ihr seht. Bin wieder am Flughafen, die Sonne scheint, das Leben ist gut. Auf jeden Fall für euch die frisch gepresste Sendung, auch wenn es etwas improvisiert ist. Ich hoffe, es wackelt nicht zu sehr, weil ich die Kamera mit der Hand halten muss, auf der Sitzbank aufgestützt, die in dem Spiegel, also im Fenster, sich spiegelt. Themen haben wir für euch frisch gepresst. Finnair, 550 Flüge fallen aus. Am 1. und 2. Februar, dann haben wir das Thema Boeing 737 MAX 7. Da soll es doch ein Sicherheitsfeature geben, wo die Boeing eine Ausnahme haben wollte. Ralf Teckentrupp, ehemaliger CEO der Condor und auch Lufthanseat, sagt, Discover ist nicht da, um Geld zu verdienen. Gehen wir darauf ein. Dann haben wir noch ein Thema Marriott Bonvoy, 1000 Bonuspunkte und Leitnächte bekommen mit der Promotion, die jetzt demnächst startet. Und wir haben American Airlines, die streichen 600, ich muss gerade ablesen, 665 Stellen in einem Callcenter und sagt, das ist eine Serviceverbesserung. Also da muss ich euch ehrlicherweise sagen, das geht nicht. Also ich verstehe das nicht und dazu habe ich auch die Frage des Tages. Ihr könnt ja den Kanal wie immer abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen. Like ist ganz wichtig, kommentieren ist ganz wichtig und ich freue mich auf eure Kommentare. Und dann lasst uns auch mit dem ersten Thema direkt hier einsteigen. Es ist ein bisschen merkwürdig, jetzt mit der linken Hand zu arbeiten auf meinem Notebook und die Zeiten einzutragen. Aber wir wollen uns da jetzt nicht so mit den Details versteifen. Also, es gibt einen Streik in Finnland, in dem glücklichsten Land der Erde wird auch gestreikt. Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Finnair streiken. Und dort ist es so, dass man am 1. und 2. Februar 2024 550 Flüge ausfallen lässt. Finnair hat einige Flüge bekannt gegeben, andersrum, die stattfinden. Und die Zahl ist eher überschaubar. Also wenn man sich das Ganze anguckt, ist es so, dass es natürlich auch noch den 3. Februar auf Langstreckenflügen in irgendeiner Art und Weise natürlich tangiert. Ist ja logisch. Und wir wissen ja alle, dass es bei der Lufthansa ja auch lange gedauert hat, als sie gestreikt haben, bis der Verkehr wieder normal war. Worum es geht bei dem Streik, ist natürlich so, dass man mehr Geld haben möchte. Und was auch spannend ist, ist halt, nach welchen Kriterien die Flüge, die stattfinden, ausgewählt worden sind. Also Helsinki, Hongkong, London nach Helsinki findet statt. Helsinki, Las Palmas, Las Palmas, Helsinki, Helsinki, Teneriffa und zurück. Macht natürlich Sinn, die Paare zu bedienen. Dann Delhi nach Helsinki, Los Angeles fängt auch an zu fliegen nach Helsinki. Las Palmas geht auch, weil die beiden starten noch am Vortag, quasi am 31. Morgen und so weiter und so fort. Da gibt es eine Liste. Am 2. ist das auch so. Da versucht man auch noch Flüge zu machen und man redet von einem politischen Streik hier. Und zwar ist es so, dass einige Angestellte der Unions, also der Gewerkschaften in Finnland zum Streik aufgerufen haben gegen die finnische Regierung, also quasi Bauernproteste auf Finnisch. Und da ist es so, dass es natürlich Konsequenzen hat, vom 1. am 2. Und wir müssen natürlich schauen, was dort dann passiert. Finnair ist relativ großzügig, ihrer Meinung nach, mit den Regelungen. Man kann die Flüge umbuchen. Wer halt nicht mehr fliegen kann, möchte oder will, kann Geld zurückverlangen. Aber wer an dem Tag fliegen möchte, kann natürlich nach der EU-Verordnung da dann Gas geben und Ersatzflüge verlangen. Und Finnair macht das auch. Die buchen auch um auf andere Fluggesellschaften. Die haben mich auch problemlos auf Lufthansa umgebucht. Also da muss man sagen, das ist absolut fair und alles gut.
Manchmal wird es wohl Einzelfälle geben, wo Finnair unflexibel ist aus Gründen. Da müsst ihr selber buchen und das Geld dann einklagen. Aber ansonsten aus der Kompensation heraus muss ich euch ehrlicherweise sagen, ich tue mich bei solchen Themen schwer, da eine Kompensation zu fordern von Finnair, weil das ist ja jetzt kein Streik, der gegen die Finnair direkt gerichtet ist, sondern gegen die Regierung, auch wenn die Mehrheit der Finnair der Regierung gehört. Deshalb glaube ich auch nicht, dass das abgedeckt ist. Aber ich bin kein Anwalt, da können Anwälte andere Meinungen zu haben. Vielleicht sollten wir dazu mal Dr. Matthias Böse fragen. Und ihr merkt hier, es gibt wieder Durchsagen am Flughafen, also alles Live-Feeling, wie es ist. Und jetzt wisst ihr, wie es hier einem geht am Flughafen in der Mittagspause. Ja, ihr könnt ja auch raten, welchem Flughafen ich bin. Würde ich mich freuen, wenn ihr unten das auch schreibt, neben der Frage des Tages, die jetzt kommt, nämlich mit dem nächsten Thema. Und da geht es nämlich um American Airlines. American Airlines streicht Stellen und sie sagen, das wäre eine Serviceverbesserung. Das ist etwas, was ich jetzt nicht so wirklich verstehen kann. 655 Jobs werden gestrichen oder 56, irgendwo so zwei Zahlen geistern rum. In der Überschrift steht 655, in dem Text steht 656. Hoffen wir, dass es nur 655 sind. Für jeden, der einen Job erhält, sind wir dankbar. Und zwar ist es so, dass sie das Callcenter in Dallas-Fort Worth reduzieren wollen, um 300 irgendwas Leute. Um 320 und 335 in Phoenix sollen auch gekillt werden. Da sind wir bei 320, 655. Also ist das eher 55, wenn ich die Zahlen addiere. Es werden dann dafür aber an anderer Stelle 135 Leute neu eingestellt, die dann auch, und jetzt haltet euch fest, ich lese euch das vor, weil das kann man sich nicht ausdenken, das neue Team wird upskilled. Also da werden die Arbeitsleistungen verbessert und jetzt geht's weiter. Made aware of more than 800 roles for which they may be eligible. Also das heißt, die Leute können für 800 Jobs sich bewerben, aber das Geile ist halt wirklich upskilled und man möchte einen convenient elevated support bieten, also einen angenehmen und einen erhöhten, einen verbesserten Support anbieten. Das macht für mich keinen Sinn. Also man kann jetzt natürlich sagen, wie Stalin, Masse schafft Qualität, ne? Also Quantität macht Qualität. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass 500 gefühlte Leute weniger mehr Service bringen. Aber lassen wir uns überraschen. Und dafür ist es halt wirklich so, dass Fluggesellschaften sind natürlich auch immer dabei, so ein Offshoring zu machen. Heißt also, dass man halt nicht mehr im Heimatmarkt ist, so wie in Deutschland zum Beispiel, auch wenn er mit der Lufthansa telefoniert, sehr oft gar nicht mehr in Deutschland auskommt. Da gibt es ja Istanbul, da gibt es Kapstadt, Toronto, also Peterborough bei Toronto, um einige nur zu nennen. Ich glaube, Manila ist auch noch ein Callcenter von der InTouch, wie sie heute heißt. Früher hießen sie ja Global Telesales. Wenn ich in Amerika mit Banken telefoniere, bin ich sehr oft in Indien und in Manila. Und da sind ja auch so Lustigkeiten, oh, da wird mein Hand lahm, Lustigkeiten, dass sie sich dann melden und sogar auch teilweise regionale Dialekte haben im Englischen. Und das ist schon lustig auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn ich mit Ranjit telefoniere, dann möchte ich auch mit Ranjit telefonieren. Das heißt, also er soll mir sagen, dass er Ranjit heißt, aber nicht Scott aus Dallas, Texas, ne? Mit der Kartoffel am Mund. Aber das sind wohl die Zeiten. Und hier deshalb die Frage des Tages, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Wie soll eine Reduzierung des Personals eine Serviceverbesserung sein? Und vor allem auch, und das ist, bin ich überhaupt noch im Bild? Ja, da bin ich noch im Bild. Ich bin, dass ich nicht langsam hier rauswandere. Und dann die zweite Frage ist, ist American Airlines dort auf dem Holzweg? Machen wir noch ein bisschen hoch, so, zack, so. Und das finde ich halt in meinen Augen durchaus mal eine Frage, der wir nachgehen sollten. Jetzt halten wir es wieder doch so fest. Ja, so ist auch gut. Was haltet ihr davon? Also wie gesagt, was ist daran eine Serviceverbesserung und eine Optimierung? Ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, aber da seid ihr dran. Und ich hoffe auf Glücksdrache. Glücksdrache kommentiert sehr viel. Seid wie Glücksdrache an dieser Stelle. Dann geht es weiter mit der Lufthansa. Da haben wir ja heute zwei Themen im Prinzip. Einmal ein Ralle-Teckentrupp und einmal die Lufthansa selber. Da sind wir jetzt um 9.09, was hatten wir denn da? 09,
machen wir 36, ist es so, dass der Flugbetrieb von der Lufthansa-Zentrale gesteuert werden soll. Die Lufthansa selber hat ja die Kontrolle zum Beispiel von allen Flügen, die in Frankfurt abgehen, selber im Betriebsgelände, Betriebsgebäude 2. Das ist ein Betonklotz, den ihr vielleicht alle kennt, der neben dem T1 steht. Und da ist es so, dass dort das sogenannte IOCC ist. So heißt die Abteilung oder OCC bei anderen Fluggesellschaften. Bei Lufthansa heißt das Ganze Integrated Operation Control Center. Bei anderen heißt es nur Operation Control Center. Aber Integrated sagt schon, worum es geht. Man möchte da halt wesentlich integrativer sein. Und die Verkehrszentrale oder Verkehrsleitzentrale, wie es, glaube ich, auch im Busverkehr heißt, ist so bei der Lufthansa auch. Das heißt also, da werden immer wieder Meetings abgehalten mit einem Konferenzraum, der in der Mitte ist, wenn zum Beispiel Krisensituationen sind. Da gab es ja diese Krisensituation zum Beispiel in Bezug auf Eisregen und Wetter in Frankfurt, wo kurzfristig 1000 Flüge abgesagt werden muss. Und das wird dann in dem Konferenzcenter besprochen und geguckt, wie man das hinbekommt. Und die sogenannten IREX oder IROPS und was da alles ist, im Prinzip IREX sind ja eher planbar, IROPS ist eher so eine Geschichte, die kurzfristig passiert. Im Idealfall hat man so etwas 18 Stunden vorher und kann da dann dementsprechend reagieren, gegensteuern, Personal, Flugzeuge umorganisieren und rumleiten. Und dann kann man natürlich gucken, dass man dann gucken kann, um wie viel Prozent man den Flugverkehr reduziert. 75, 50, 25%, also das, was dann noch möglich ist, dass man das maximal rausholt, was man fliegen kann. Und wichtig ist halt auch, dass die Verlagerung auf die Langstrecken natürlich Operationskontrolle natürlich relativ wichtig ist, weil die Flotte weltweit operiert. Ich selber war bei Emirates in deren Operations Center und die haben eine riesen Leinwand, das sieht aus wie Cape Canaveral, wo die eine Wand haben mit einem riesen Bildschirmpanel, wo Flightradar läuft drauf zum Beispiel und wo auch die Position von jedem Flugzeug ist und andere Sachen. Und man möchte jetzt halt wirklich gucken, dass man auf allen Lufthansa Operations Center dieselbe IT-Struktur laufen hat und auch ein bisschen besser kommunizieren kann, dass man halt zum Beispiel, dass man in den Drehkreuzen Frankfurt und München zum Beispiel synchronisieren kann, aber auch bei anderen Fluggesellschaften, dass man dort dann auch bei den Fluggesellschaften, die zum Beispiel in Frankfurt alle stationiert sind und davon aus abfliegen, dort halt die Prozesse dann wesentlich besser koordinieren kann. Das ist natürlich zu unserem Vorteil. Finde ich spannend, dass sowas gemacht wird, weil es natürlich relativ teuer ist und aufwendig ist. Und da muss man halt auch schauen, dass das klappt. Und zum Beispiel, was eine der geplanten Sachen ist, aber das wird ja Gott sei Dank nur passieren. Hier seht ihr übrigens die Lot im Hintergrund kommen. Warte, da haben wir es. Ihr seht sie nicht, ein bisschen verdeckt vom Gate. Aber die Lot ist jetzt da. Da ist es so. Da komme ich wieder ins Bild, warte, da muss ich wieder meinen Kontrollbildschirm. So. Und ich darf nicht zu viel wackeln. Tick, 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 tick. Nicht wackeln, nicht wackeln. Ist es so, dass das natürlich für uns, wie gesagt, für Passagiere von Vorteil ist, wenn alle Lufthansa Airlines dort synchronisiert werden, die auch dann in Frankfurt abfliegen oder in München. Also das finde ich eine coole Geschichte. Und Lufthansa ist da ja auch ganz, ganz großer Sport drin. Wer auch ganz, ganz großer Sport ist, das sind die Freunde von Boeing mit der 737 MAX, 1340 muss ich kurz eintragen. Mit der linken Hand ist Tippen schwierig. Die Boeing 737 MAX 7 ist ja noch nicht zertifiziert, genauso wie bei der 10er Variante davon, wo ja United eventuell mit dem 321er liebäugelt. Und die haben halt eine Sache, wo sie eine Ausnahmegenehmigung haben wollten von der FAA für die Zulassung. Und zwar, da ist es so, dass man in trockener Umgebung die Triebwerksenteisung der 737 MAX nicht länger als 5 Minuten laufen lassen darf, sonst gibt es ja Überhitzungsschäden. Da habe ich ja auch drüber gesprochen und das habe ich ja auch erzählt. Aber jetzt ist es so, dass man an einer langfristigen Lösung arbeitet, dass das Problem behoben wird. Eigentlich wollte man, wie gesagt, eine Ausnahmegenehmigung haben, denn die Entwicklung und Zulassung der notwendigen Konstruktionsänderungen zur Vermeidung schwerer Schäden an der Verkleidung der Triebwerks Einlasses laut einem Antrag vom 1. Dezember eine Übergangsfrist bis zum 31. März 2026 haben wollte. Aber im Angesicht der Probleme, die man im Moment hat,
ist es natürlich so, dass das jetzt nicht unbedingt zur vertrauensbildenden Maßnahme gehört, wenn Boeing quasi ein Flugzeug hat, was 130 Millionen gefühlte Ausnahmen hat. Das ist jetzt übertrieben logischerweise, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich bin mal gespannt, was da passiert. Also, dass das dann irgendwie auf die lange Bank geschoben wird und jetzt auf einmal doch gelöst werden kann, finde ich durchaus richtig und durchaus gut, dass das gemacht wird. Wir haben dann als Thema, ihr könnt übrigens auch schreiben, kommentieren, was ihr davon haltet, ne? Deshalb. Und wir haben jetzt nochmal vom Ralf Teckentrupp, und ich muss immer wieder betonen, dass Ralf Teckentrupp eigentlich ja Lufthanseat war, bevor er zur Condor gegangen ist, ich weiß gar nicht wie lange, aber er sagt, dass die Lufthansa da die Discover nicht unbedingt hat, um Gewinne zu machen, sondern um einen Verdrängungswettbewerb zu machen. Und man sieht das ja an verschiedensten Maßnahmen der Lufthansa. Wir erinnern uns ja noch an die Condor-Zubringerflüge, die zum Beispiel nicht mehr mit der Lufthansa gemacht werden sollten, weil die Lufthansa da den Vertrag auslaufen lassen wollte bzw. gekündigt hat. Dann die nächste Sache ist halt spannend auch, weil wenn jemand CEO ist von der Fluggesellschaft, dann sagen die auch immer, hey, ist ein Marktbegleiter, er bereichert uns, hahaha. In Wirklichkeit kotzt man ab, gepflegt, um es mal so zu sagen. Aber er hat die Handschuhe ausgezogen, hat auch jetzt quasi, weil er bei der Condor raus ist, ich will nicht den Worten hier anschließen, dass man gesagt hat, er gibt auf, aber er benutzt es halt, also er hat jetzt halt gesagt, dass er, oder beziehungsweise er kann jetzt sagen, was er sagen möchte, weil er halt keine Fesseln mehr hat. Und am 1. Februar kommt auch Peter Gerber auf den Chefsessel, auch Lufthansa-Arte, auch ehemaliger Chef und CEO von Brussels Airlines als letzte Position zum Beispiel, der da Spaß hat. Und Discover ist nach Teppentrop ein Instrument, um die Condor zu foltern, beziehungsweise Instrument von Carsten Spohr, um die Condor zu foltern. Das finde ich schon relativ spannend. Und einmal Entschuldigung. Und dass man halt bei der Condor auch ganz bewusst Überkapazitäten mit der Discover schafft auf Condor-Strecken. Also Condor-Strecken werden von Discover mit Überkapazitäten geflogen, um den Preis zu drücken und damit halt Probleme zu machen. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, das Produkt von der Condor ist doch so viel besser als die Eurowings, vielleicht auch in euren Augen, dass das nicht so geht. Aber Peter Gerber muss da eine Lösung finden und muss da halt gucken, dass er das Thema für die Freunde der Condor löst, langfristig löst. Und ich persönlich wünsche der Condor viel Glück, gerade auf dem Ferienfluggebiet, weil sie halt doch eine Institution sind und von der Lufthansa auch gegründet worden sind. Also sie sollen sich jetzt da mal nicht so haben, wie man so schön sagt. Auch ihr könnt ja nochmal schreiben, inwieweit ihr da die Condor mögt oder nicht mögt und ob ihr das auch so seht, dass die Lufthansa da im Drangsaliermodus ist. Oder ob das sogar von Carsten Spohr, das Privatvergnügen ist, um da die zu torturen, also zu drangsalieren. Quasi so eine Art mittelalterlicher Cave oder sowas, ich weiß nicht. Vielleicht wäre ein Cagefight geige zwischen Peter Gerber und Carsten Spohr. machen wir oldschool. Dann haben wir, da ist der Bildschirm, da habe ich das Fenster verruckelt. Und dann haben wir als letztes Thema natürlich etwas aus der Welt der Meilen, der Punkte und des Status. Und ich als neu und wieder Afficiando von Marriott Bonvoy. Ich war ja eigentlich ein SPG-Jünger. Ich sage es immer wieder. Ja, sorry. Ich kriege ja auch Nacken vom Co-Besitzen. Da ist es so, da gibt es jetzt mit einer Promotion 1000 Bonuspunkte und natürlich auch Bonus-Elite-Nächte als Credit. Für den einen oder anderen ist das durchaus interessant. Für Aufenthalte vom 13. Februar bis zum 29. April 2024. Und da ist diese Global Promotion 1000 times yes, so heißt sie, und die ist natürlich relativ geil. Und da muss man natürlich sagen, das ist richtig cool.
Ich sag mal so, ich hätte mich natürlich gefreut, wenn die Anfang des Jahres stattgefunden hätte, weil ich halt in Marriott Hotels übernachtet habe. Ich habe in Salzburg in Marriott Hotels übernachtet, weil ich dort immer übernachte. Das Schlosshotel Fuschel wurde leider umgebaut. Das geht auch zu Rosewood, ist aber weg. Aber die Promotion sieht halt im Prinzip so aus, dass man wirklich 1000 Punkte bekommt für Aufenthalt vom 13. Februar bis zum 29. April. Und eine Bonusnacht für jede zulässige bezahlte Nacht ohne Earning Limits. Also das heißt nicht per Stay, nicht für einen Aufenthalt, sondern wirklich für jede Nacht. Und damit ist es möglich, dass man wirklich wesentlich schneller den Status erreicht. Der einzige Status, den man halt nicht so erreichen kann, ist halt der Royal Ambassador. Entschuldigung, ich bin nicht schon in der IHG-Welt. Weil ich habe auch eine IHG-Promotion gesehen. Wo habe ich die denn eigentlich vergessen? Ich liefere die jetzt nach, die IHG-Promotion, warte, dann habe ich noch ein zweites Ding. Auf jeden Fall ist es so, dass es dort den Titanium Ambassador mit 100 Nächten gibt und $23.000 Umsatz vor Steuern. Also ganz, ganz wichtig. Da könnt ihr dann schauen. Und jetzt kommt natürlich auch, wie versprochen, die IHG-Promotion, die hole ich euch auch. Dann haben wir nämlich auch die 20 Minuten voll. Denn wir sind schon bei 20:50. Ich bin froh, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich gucke jetzt mal, wo haben wir die? Da haben wir die IHG-Promotion. IHG-Promotion, das war nämlich IHG Kimpton Miami. Und da ist es auch für einige Leute, vielleicht fliege ich eines Monats nach Miami, deshalb wird es interessant, aber übernachte ich im Hyatt. Da gibt es die dritte Nacht kostenlos bei IHG Kimpton Miami Beach. Bei Aufenthalten vom 25. März, also ich wäre zu früh, bis zum 31. Oktober, aber gebucht werden muss bis 25. März, also bis die Promotion anfängt. Und was gibt es noch dazu zu sagen? Es gibt drei Hotels, die da teilnehmen. Das ist einmal das Kimpton Anglers Hotel South Beach, Kimpton Hotel Paloma South Beach und Kimpton Surf Cumber Hotel. Seht ihr? Da hat es doch Sinn gemacht, dass ich mich versprochen habe. Da habt ihr nämlich noch einen Deal mitbekommen. Für alle, die nach Miami fliegen, bucht das Ding. Könnt ihr euch gerne mich fragen. Die Rufnummer, warte, ich muss mal gucken, dass ich die Rufnummer richtig zeige. Da ist die Rufnummer. Ich gehe immer aus dem Bild. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren und gebt mir Liebe und alles andere in Form von Like und Kommentaren. Und Kanalmitgliedschaft. Und es sei noch mal daran erinnert, an den Stammtisch, ich habe es nicht vergessen. Der Stammtisch wird in Frankfurt stattfinden am 20. und am 21. in Köln. Wir werden nicht nach Berlin gehen. Köln werden wir diesmal besuchen. Ich werde den Termin noch mal bestätigen, aber das sind so die zwei Termine, die ihr ins Auge fassen könnt. 20. und 21. So in dem Dreh. Ist leider in der Woche, weil ich in der Woche unterwegs bin, weil am Wochenende klappt es leider nicht, hätte ich mich gefreut. Aber ich freue mich, euch zu sehen. Und dann denkt dran, im März ist auch das Tallinn-Event. Wer noch teilnehmen möchte, kann dran teilnehmen. Schauen wir mal, dass wir da was Schönes haben. Wird nämlich viel lecker gegessen und geredet. Und ich freue mich auf euch und für euch jetzt der Abspann. Und hier ist er. Also bis dann. Ciao. Hier, zah. Thank you.